und Weise, um die Diskussion zu eröffnen. Wunderbar, vielen Dank, Markus Brunnermeier. Das war eine Tour de France, die Sie gerade gegeben haben durch das Thema und Ihr Buch. Ich sage mal ganz offen, als ich gesehen habe, dass Sie über Resilienz geschrieben haben, war ich so ein bisschen enttäuscht und dachte mir, so ein kluger Mensch und so ein bekannter Professor, und jetzt springt er auf dieses Modethema Resilienz. Und als ich dann reingeguckt habe, habe ich das gesehen, was alle jetzt heute, glaube ich, haben sehen können, sowohl in dem Vortrag als auch bei Ihrer Gliederung, wie Sie nochmal gezeigt haben. Sie gehen ja sehr tief in das Thema rein. Sie wenden das auf alle diese Fragen an, die uns zurzeit beschäftigen, von Covid über Finanzkrise und die Frage der richtigen Geldpolitik und so weiter. Und zum Schluss haben Sie ja sogar noch das große Thema angesprochen, jetzt hier und auch im Buch. Welche Gesellschaft ist eigentlich besser in der Lage, mit Krisen umzugehen, die autoritäre oder die demokratische? Und wir haben ja so eine Debatte im Moment, dass wir unser eigenes System schlecht machen. Also von daher ein ganz großer Wurf und ein ganz großes Buch. Und ich verlängere gerne den Werbeblock von Clemens Fuest und empfehle Ihnen sehr, dieses Buch sich zu kaufen, entweder selbst zu Weihnachten oder es jemandem zu schenken, bei dem Sie es dann wieder ausleihen können zum Lesen. Wir können gar nicht alles diskutieren, was Sie drin haben und was Sie angesprochen haben. Wir müssen ein bisschen auswählen. Ich warte mal, bis die Reaktionen der Zuhörer kommen und dann können wir mal gucken, was die besonders interessiert. Sicherlich sollten wir über Covid reden und ich würde vielleicht sogar als erstes an Professor Fuest geben, so von Professor zu Professor. Ich würde mal eine Frage vorher stellen. Vielleicht können Sie noch sagen, persönlich, wie Sie auf dieses Thema gekommen sind. Ich meine, Sie haben über Finanzmärkte geforscht, Sie haben über Schuldenpolitik geschrieben, Sie haben, Clemens Fuest hat das angesprochen, sich ja mit dem Euro beschäftigt und mit der Stabilität des Euro. Wieso plötzlich Resilienz? Ja, also ich habe mich an sich schon sehr mit dieser Fragestellung seit der Finanzkrise beschäftigt, war schon vor der Finanzkrise mit der Finanzstabilität beschäftigt. Und da geht es auch immer um Resilienz. Wie kann das System stabil aufgesetzt werden, sodass man wieder zurückfedern kann? Und die ganzen Ideen über Volatilitätsparadox und so, das haben dann sich von früherer Zeit. Als dann die Covid-Krise anfing, habe ich eine Webinarreihe aufgesetzt und habe versucht, die Gedanken an sich in das Buch zu bündeln, die durch diese Webinarreihe von verschiedenen Ökonomen, auch Historikern, eingebracht wurden. Und das habe ich an sich das Konzept der Resilienz, das zurückgreifend auf die Finanzkrise und anderen Elementen, habe ich versucht, das als so roten Faden zu nehmen für das Buch. Und das ist an sich meines Erachtens ein faszinierendes Thema. Und das war an sich das Ausschlaggebende. Also ich habe mich schon länger mit dem Thema beschäftigt, aber nicht mehr hinsichtlich der Gesundheitslage, sondern habe dann versucht, das irgendwie in Einklang zu bringen. Und dann sind Sie sozusagen plötzlich, waren Sie dann auch im Zeitgeist angekommen mit einem Thema, das Sie lange bewegt hat. Professor Fuest. Vielen herzlichen Dank auch für den Vortrag. Ich finde das Thema sehr spannend, weil es in der Tat neu ist. Ich hätte eine Frage, die so ein bisschen konzeptionell oder grundsätzlich ist. Du hast ja erläutert den Unterschied zwischen Robustheit und Resilienz. Also Robustheit hat so was Starres und Resilienz hat eben dieses Zurückfedern. Und dann gibt es den Begriff der Versicherung. Und wenn man jetzt diese drei Begriffe nimmt, ist mir noch nicht so ganz klar. Und das wäre meine Frage, was ist eigentlich das Verhältnis unter diesen? Das heißt, sind Robustheit und Resilienz zwei Formen der Sicherung, also zwei Phänomene, die für Versicherung sorgen und damit in Verbindung bei Versicherung sagen wir als Ökonomen, ja, das ist eigentlich eine gute Sache, wenn man versichert ist, weil wenn man schlechte Zustände der Welt erlebt, einen großen Schaden erlebt, dann kann das sehr, sehr unangenehm werden. Hingegen, wenn man ein bisschen verliert, so eine Versicherungsprämie zahlt, dann ist das nicht so wild. Meine Frage, aber, also das ist die eine Seite, aber sozusagen, wenn man sich stark versichert, hat man ein Effizienzrisiko. Also dann hat man nicht mehr so viel Anreize, Schäden zu verhindern, dann gibt es Moral Hazard und so weiter. Das ist so der klassische Trade-off, in dem Ökonomen denken. Und meine Frage wäre jetzt, gilt dieser Trade-off auch für Resilienz? Oder ist das anders? Also kann man jetzt Resilienz ausweiten vielleicht und sogar Anreize verbessern? Oder ist das eine andere Ebene?
Es gilt an sich immer noch, aber es ist ein bisschen anders. Und es ist ein guter Punkt und sehr gute Beobachtung. Generell in Versicherungen ist das große Problem diese Effizienzverluste durch Moral Hazard und es vielleicht bei Resilienz wenige gibt. Der Unterschied ist, dass man sagt, wenn man sich versichert und ich habe einen Verlust erfahren, dann bekomme ich irgendwelche x Euros und werde dann kompensiert dafür. Mit Resilienz will ich an sich den Leuten helfen, wieder auf die Füße zu kommen und nicht nur notwendigerweise mit Geld. Ich will an sich, dass der, ich gebe ihnen eine Leiter, dass er sich wieder rauskommt aus dem Loch, in das reingefallen ist. Und das klassische Beispiel ist an sich Umschuldung. Also ich gebe kein Geld, sondern ich gebe an sich Gelder für Umschuldung, sodass er selber wieder rauskommen kann. Das heißt, dass man fördert an sich die Initiative, die eigene Initiative, dass man sich wieder stabilisiert. Und ich glaube, das ist das Wichtige im Vergleich zur Versicherung. Oder ist, und dadurch wird auch das Moral Hazard Problem an sich reduziert. Also wenn ich alles nur kompensiere, dann an sich das Problem, dass Leute sich nicht richtig verhandeln, also mehr Risiko eingehen, als sie eigentlich sollten, wird an sich sehr groß ausgeprägt, wenn immer ich einen Verlust mache, wird das kompensiert. Aber wenn ich sage, okay, wenn du einen Verlust machst oder wenn etwas schief geht, dann musst du das selber wieder rauskommen. Aber ich helfe dir rauszukommen durch Umschulungsmaßnahmen oder andere Maßnahmen. Das ist an sich eine andere Fokussierung drauf, auf diese Resilienz. Also es ist verwandt, aber doch nicht das Gleiche. Bleiben wir vielleicht ein bisschen bei den Allgemeinen, beim Allgemeinen sozusagen und gehen dann im weiteren Verlauf, wenn Sie mögen, die Zuschauer mögen, die Zuhörer mögen, auf einzelne Themengebiete, Covid, Schuldenpolitik, was auch immer gewünscht ist. Wenn Sie nochmal so, also ich meine zu dem Versicherungsthema, im Grunde die Eiche, ne? Die Eiche, die robuste Eiche, die da steht, die ist ja sozusagen hundertprozentig versichert, es sei denn, das Versicherungssystem bricht zusammen, oder? Sehe ich das falsch? Ja. Das stimmt. Also im Endeffekt wird an sich mit der Eiche ist so, man hat die Tendenz auch von der Politik her, alles sehr sicher darzulegen und es werden an sich die Risiken in das Extreme gedrückt. Und wenn man dann die Eiche umfällt, dann ist das Ganze katastrophal. Ja. Und da ist es wahrscheinlich besser, wenn man ab und zu kleine Risiken ausgesetzt ist und man sich dann reagiert und das System anpassen kann, als wenn man das System sehr starr hält und im Endeffekt die kleinen Risiken sieht man überhaupt nicht, man muss sich nicht anpassen und wenn dann sich das ganze Probleme werden sich dann aufhäufen und aufstauen und dann, wenn es dann abbricht, dann hat man sich keine Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Ja. Ich will nochmal vermerken, dass ich relativ wenig Fragen bisher sehe. Ich hoffe nicht, dass es daran liegt, dass es technische Probleme gibt. Dann müsste mir die Technik Bescheid sagen. Das ist jetzt der Preis, wenn man nicht in einem Raum zusammensitzt. Ich stelle mal noch eine Anschlussfrage. Im Moment, Sie leben ja in Amerika, sind aber, wie man hört und weiß, wenn man Ihre Biografie sieht, kommen Sie ja aus Deutschland, hier aus der Gegend, aus Bayern. Und sind ja hier auch noch aufgewachsen, bevor Sie dann Ihre internationale Karriere gemacht haben. Sie kennen beide Länder ganz gut. Die amerikanische Gesellschaft ist ja dann nach Ihrer Definition eigentlich eine resilientere als die deutsche. Sehe ich das richtig? Weil zum Beispiel dieses Wiederaufstehen, dieses nach der Niederlage, nach dem Bankrott und so weiter, erneut es versuchen dürfen, nicht stigmatisiert zu sein und so weiter, ist ja, wie wir immer sagen, eine typisch amerikanische Eigenschaft im Unterschied zur deutschen. Also ist die amerikanische Nation resilienter und hilft ihr das jetzt in den aktuellen Krisen vielleicht mehr als uns? Ja, also es gibt auch von der OECD auch immer Studien, die einordnen, wie resilient sind gewisse Wirtschaften. Und da wird Amerika immer resilienter dargelegt als zum Beispiel Deutschland. Und es stimmt auch, wenn man sich das Insolvenzrecht ansieht und die Stigmatisierung, wenn jemand eine Firma anfängt und es klappt dann nicht, dass er dann an sich wieder eine neue Firma aufmachen kann. Und da, glaube ich, ist einiges noch zu verbessern in deutscher Hinsicht, dass man sich Leute auch Anreize gibt, gewisse Risiken einzugehen. Aber wenn es dann schief geht, können sie eine zweite Firma aufmachen, dass man da ein bisschen flexibler reagiert. Das ist zum einen der Fall. Man muss aber dann auch sagen, man wird auch resilient in dem, dass man vorher irgendwelche Redundanzen oder Buffers aufbaut. Und da, glaube ich, ist auch Deutschland ein Vorteil, dass man sich da gewisse Redundanzen aufgebaut wird und auch, dass die Gesellschaft dann sich mehr zusammenhält. Also in Amerika sieht man schon Tendenzen, Strömungen,
die sagen, sich das Ganze schwieriger machen. Also wenn man rein ökonomisch das sieht, würde ich sagen, ist das amerikanische System resilienter, weniger auf Robustheit fokussiert. Wenn man sich aber die ganze Gesellschaft, die Kohäsion der Gesellschaft ansieht, ist an sich Deutschland wesentlich resilienter in der Hinsicht, weil man auch gewisse politischen Rückhalt braucht. Die Gesellschaft muss zusammenhalten, dass man als Gesamtgesellschaft resilient ist. Und von daher, wenn man dann das größere Bild sich ansieht, ist das nicht mehr so offensichtlich. Clemens, direkt dazu, ne? Glaube ich. Ja, ich würde auch noch mal nachfragen, und zwar die Überlegung, die wir jetzt angestellt haben, mal anwenden, zum Beispiel auf die Euro-Krise und den Fall Griechenlands. Also da hatten wir ja die Diskussion, soll man jetzt, also Griechenland war hoch verschuldet und die anderen Länder haben überlegt, ja, sollen wir jetzt die Schulden erlassen? Jetzt könnte man da argumentieren, naja, okay, das ist auch so eine Art Moral Hazard. Also das ist ja dann großartig, wenn man die Schulden mehr erlassen kriegt, dann kann man sich ja hoch verschulden und dann ist es in Ordnung. Nur ist es natürlich so, man muss dann jemanden finden, der einem was leiht, weil also Schulden erlassen hätte ja bedeutet, die Banken oder die Gläubiger kriegen das Geld nicht zurück. Stattdessen hat man gesagt, nein, die Staaten treten als Gläubiger ein. Also man hat quasi Griechenland diese riesigen Schulden zunächst mal jedenfalls quasi aufgebürdet gelassen. Und das hat natürlich den Aufstieg erschwert. Also man würde wahrscheinlich sagen, ja, Resilienz hat eigentlich erfordert, dass man umschuldet, wie du gesagt hast. Aber vielleicht noch mal zu der Frage, was das für Effizienzkosten hat. Also es hätte ja wahrscheinlich beides Effizienzkosten. Ne? Einmal würde man sagen, gut, es ist irgendwie leichtfertig. Also wie aus dieser Resilienzperspektive, was wäre der richtige Umgang mit Griechenland gewesen? Ich weiß, das ist ein komplexes Problem, aber vielleicht so von der Richtung her. Also es stimmt schon, es ist nicht so offensichtlich, dass man sagt, okay, ich muss immer umstrukturieren, weil das auch Probleme mit sich bringt, langfristig und auch kurzfristig. Generell ist es aber so, dass man sich in der Euro-Krise genau das Falsche gemacht hat. Wenn man umstrukturiert, dann muss man es gleich machen und auf einmal. Man hat dann sich in der Euro-Krise, also im Oktober 2010 mit Deauville, hat man vereinbart, die Schulden umzustrukturieren. Dann hat es noch 14 Monate gedauert, bis es dann durchgeführt wurde. Und das ist genau der falsche Weg an sich. Wenn ich das mache, dann muss ich das unmittelbar durchziehen. Und generell würde ich sagen, wenn es ein Schuldenüberhangsproblem gibt, dann muss ich das irgendwie versuchen zu lösen und gleich unmittelbar lösen, wenn die Probleme da liegen und sich nicht in die Länge zu strecken, das Ganze. Und das hat man in Griechenland, glaube ich, nicht richtig gemacht. Also das haben wir auch die Institutionen nicht gehabt. Jetzt haben wir bessere Institutionen. Wenn man jetzt also der europäische Ansatz ist an sich, dass man eher dann das Ganze streckt und dann sehr niedrige Zinsen gibt und durch den ISM an sich durch das Ganze wieder rauswachsen kann, ist auch eine Möglichkeit. Aber man sollte sich klar die Richtung vorgeben, wenn das Problem da ist, das Problem erkannt und dann klar die Richtung vorgehen. Man kann entweder die Schulden umstrukturieren. Und das führt auch dazu, dass dann zukünftige Zinsen höher sein werden, weil auch Reparationsverluste sind mit dem Land. Oder man kann sagen, okay, mit dem ISM-Ansatz, man wird keine Schulden umstrukturieren, aber de facto wird es auch umstrukturiert, indem dass man sich 50-jährige Kredite vergibt mit sehr niedrigen Zinsen. Und es an sich eine de facto Umstrukturierung auch. Dann ist ein zweiter Ansatz, den man machen kann. Beides an sich, würde ich sagen, ist eine Art von Umstrukturierung. So, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Fragen. Wir waren in der Tat, sind die Fragen in der Chat-Funktion zum Teil gestellt worden. Da haben wir ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Also bitte verwenden Sie die Frage-Antwort-Funktion. Da ist jetzt alles eingelaufen, was im anderen war. Deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen unstrukturiert durch die Themen gehen. Ich nehme mal vielleicht erstmal ein paar Verständnisfragen noch auf. Jemand fragt nach bezüglich der Versicherung, des Versicherungsgedankens, den wir gerade diskutiert haben. Absicherung durch Versicherung führt doch im Vergleich zu gelungener Resilienz zu Verlust von Wohlstand, ist also eigentlich der schlechtere Weg. Stimmt das? Generell würde ich nicht sagen, dass Absicherung durch Versicherung an sich zu Wohlstandsverlusten führt. Das ist nur, wenn es dann zu Verzerrungen des eigenen Handelns führt. Also wenn zum Beispiel eine Versicherung da ist und plötzlich geht man unnötige Risiken ein, weil man ohnehin versichert ist, dann ist es ein Wohlstandsverlust. Aber generell ist an sich eine gute Versicherung zu haben, führt dazu, dass die Leute an sich weniger Risiken eingehen müssen und sie abgesichert sind und dadurch auch sich wohlfühlen und dadurch besser die Wohlfahrt nach oben geht. Von daher würde ich mich nicht, also
Eine resiliente Gesellschaft hat auch ein gutes Versicherungssystem. Die Fokussierung ein bisschen anders, wenn es dann Versicherung, wenn es dann zu Moral Hazard Problemen führt, also dass die Anreize nicht richtig gesetzt sind, dann versucht man durch die Resilienz ein bisschen das umzusteuern, indem dass man die Anreize richtig setzt und nicht nur auf Kompensierung von Geldern sieht, sondern auch Umschulungsmaßnahmen, andere Maßnahmen im Vordergrund steckt. Es wird nochmal konkretisiert, da ging es eigentlich mehr um Versicherung gegen Klimawandelauswirkungen. Das hatte ich nicht richtig verstanden. Aber da gilt eigentlich dasselbe, was Sie gerade gesagt haben. Ne? Das gilt das Gleiche. Also solange, wenn ich jetzt eine reine Versicherung habe und dann wird keine Initiative mehr ergriffen, das Klima abzusichern, dann ist an sich das eine Verzerrung. Das will man an sich nicht. Aber solange das Handeln nicht verzehrt wird, an sich ist Versicherung eine gute Sache. Aber es kann auch in Klima sagen, wenn jetzt jeder sich gegen Klimarisiken versichern kann und dann ein Haus neben einem Strand hinstellt oder sonst irgendeine Risiken zu neben dem Fluss stellt, dann ist das ein Problem. Das sind das verzehrte Maßnahmen, auf die man aufpassen muss. Einmal noch mal ein bisschen beim Allgemeinen. Wir kommen nachher auf alle Fälle auch noch mal zur Schulden- oder zur Finanzpolitik zurück. Dazu gibt es Fragen. Aber jetzt mal noch ein bisschen allgemein die Frage der Erwartungsbildung. Inwieweit spielt die Erwartungsbildung für die Prozesse eine Rolle? Sind robuste Systeme anfälliger für die berühmten schwarzen Schwäne? Ja, definitiv. Also die robuste Systeme ist an sich ein System, an dem ich an sich die Risiken immer weiter ins Extreme setze, damit ich das stabil halten kann. Nehme ich das in Kauf, dass an sich, wenn es dann mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit, dann kommt es noch zu größeren Ausschlägen. Und das ist an sich der schwarze Schwanansatz, dass man sagt, okay, aber an sich eine kleine, sehr kleine Wahrscheinlichkeit, auch wenn es kommt, dann wird es sehr, sehr schlimm. Und das sind die robusten Systeme. Und das ist ein bisschen wie die Eiche. Wenn die Eiche umfällt, dann ist es sehr, sehr schlimm, dann komme ich nicht mehr zurück. Und von da ist Robustheit da problematisch. Und das wird häufig unterschätzt. Und man lullt da die Leute ein bisschen ein, dass alles stabil und sicher ist. Und jeder fühlt sich wohl dabei, bis es dann wirklich nicht mehr der Fall ist. Weil Sie die Eiche nochmal genannt haben, das schöne Bild mit der Eiche und dem Schilfrohr, da haben Sie ja die sozusagen das Gut und Böse oder richtig und falsch klar verteilt und haben gesagt, die Eiche ist eben auf alle Fälle das bessere Modell, weil sie eben schwankt und beweglich ist und nie bricht. Ist sie denn immer der bessere Weg? Weil sie könnte zu einer politischen Beliebigkeit natürlich auch führen. Ja, das stimmt. Also ich will nicht sagen, dass alles die Flexibilität ist. Also man muss auch klare Regeln haben, wie sich dann das Schilf mehr oder weniger, das Schilfrohr bewegen sollte. Wenn man zu viel Flexibilität hat, ist das nicht gut, weil man dann auch nicht mehr glaubwürdig ist. Das heißt, wenn man als Politikmaßnahme sagt, okay, ich bin sehr flexibel, ich mache dieses Monat das, dann weiß jeder, dass nächstes Monat könnte es etwas anders sein. Von da habe ich keine Wirkung mehr in der Politik. Und dann braucht man schon einen gewissen Rahmen, dass das durch Regeln eingeschränkt wird. Und von da habe ich versucht auch zum Ausdruck zu bringen, dass man sich, ich will nicht sagen, dass man totale Flexibilität haben will. Man braucht noch klare Regeln, weil man dadurch an sich Glaubhaftigkeit an sich und dann die Erwartungsbildung, die Erwartungen der Leute beeinflusst und die werden dann darauf reagieren. Und wenn die Leute wissen, dass ich ohnehin meine Meinung ohnehin alle Monate ändere, dann kann ich an sich die Leute nicht mitnehmen. Und das Mitnehmen der Leute ist das Entscheidende, damit ich auch durch irgendwelche Änderungsmaßnahmen dann auch das Ganze beeinflussen kann. Immer noch eine Frage aus dem allgemeinen Bereich, der kommt auch aus dem anderen Chat, deswegen kann ich den Frager nicht namentlich sehen, sonst würde ich ihn nennen. Wie viel und welche Redundanz fördert Resilienz, fragt jemand. Also das Stichwort Redundanz im Verhältnis zur Resilienz. Ja, ich glaube, was wichtig ist, die Redundanz fördert Resilienz, aber ich brauche gewisse Redundanzen, extra Reserveeinheiten, die ich sehr flexibel einsetzen kann. Das heißt, es gibt zwei Ansätze. Ich kann einmal sagen, ich habe sehr viele Reserveeinheiten und ich kann natürlich alle Schocks irgendwie abwehren. Je nachdem, ich habe für jeden Schock eine spezialisierte Einheit, die dann versucht, diesen Schock abzuwehren. Oder ich habe eine sehr flexible Reserveeinheit. Das heißt, wenn der Schock kommt, dann bin ich erstmal damit beschäftigt, die Einheit so anzupassen, dass sie für den Schock reagieren kann. Aber dann kann ich wieder zurückfedern. Aber ich brauche dadurch wesentlich weniger Redundanzen, als wenn ich zu der robusten Strategie übergehe.
Das heißt, aber ich brauche an sich Redundanzen, die sehr, sehr flexibel sind und irgendwie einsetzbar sind für alle Schocks möglicherweise und ich die dann dementsprechend schnell anpassen kann. Aber das heißt, wenn unmittelbar, wenn der Schock kommt, bin ich erstmal nicht bereit, da zu reagieren. Ich muss dann erstmal meine Redundanzen anpassen, meine Einheiten anpassen, sodass ich wieder zurückfedern kann. Mhm. Und ich verwende da ab und zu das ist vielleicht ein ähnliches Bild wie dem Wolkenkratzer. Man kann auch versuchen, den Wolkenkratzer ganz rigide zu machen, dass er sich nicht im Wind bewegt. Aber dann brauche ich so viele Redundanzen, dass der Wolkenkratzer an sich selber im Eigengewicht zusammenbricht. Und von da ist es besser, wenn man den Wolkenkratzer sich auch bewegen lässt und dementsprechend Ausgleichsmaßnahmen hat, aber man lässt das ganze System ein bisschen bewegen, sodass ich das anpassen kann. Wie es ja auch in der Praxis der Fall ist, wie jeder weiß, der schon mal in den ganz hohen Wolkenkratzern war, bei starkem Wind. Die Bewegung ist ja ziemlich stark und trotzdem sind die sicher. So, jetzt gehen wir mal nochmal auf die Geldpolitik und die Finanzpolitik zurück. Christine Bergmann fragt, wie resilient sind die Notenbanken noch? Das nimmt natürlich den Punkt auf, den Sie vorhin kurz hatten, indem Sie darauf hingewiesen haben, dass wir sehr niedrige Zinsen haben und dadurch natürlich die Gestaltungsmöglichkeit der Notenbanken gering ist und der Fiskalpolitik größer. Vielleicht wollen Sie dazu noch ein bisschen was sagen, wie resilient Sie unser aktuelles Finanzsystem halten. Ja, ich würde sagen, dass generell die Notenbanken eine Niedrigzinswelt weniger Spielraum haben, aber sie haben Spielraum, solange an sich die Inflation niedrig ist. Wenn die Inflation nach oben geht, geht der Spielraum verloren. Und in der Phase sind wir jetzt an sich, dass die Notenbank an sich nicht so aggressiv mehr rangehen können, wie sie bisher das gemacht haben. Und da muss man eben sehr aufpassen, dass der Inflationsanker nicht wegbricht. Da ist an sich wesentlich weniger Spielraum jetzt da im Vergleich zu, vor 2-3 Jahren. Und man hat das ein bisschen meines Erachtens übersehen. Und wenn ich da ein bisschen drauf eingehen darf, es ist insbesondere in den USA ist das der Fall, dass man an sich immer gesagt hat, es ist sehr temporär das Ganze und es wird sich schon wieder drehen, aber es dreht sich an sich nicht. Und man untergräbt da die Glaubwürdigkeit der Zentralbank und das ist meines Erachtens problematisch, wie man es sieht. Europa hat den Vorteil, dass die USA ein paar Monate voraus ist. Man sieht an sich, wie das in den USA abläuft und man kann dann vielleicht noch die Kurve bekommen, wenn es in den USA nicht so gut läuft, dass man dementsprechend dann auch in Europa reagiert. Aber glaube ich, was man jetzt machen sollte, ist, dass man an sich eine Reaktionsfunktion darlegt. Dass man sagt, wenn das und das kommt, dann werden wir so und so reagieren und nicht einfach sagt, wir machen an sich, soweit wir sehen können, nichts. Und die USA fängt jetzt ja schon an, ein bisschen zu reagieren an die US-Fed. Und ich glaube, es ist wichtig, das einzuschreiten. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nachfrage von mir, und dann würde ich zu dem Punkt auch an Clemens Fuß gerne geben, der sich da natürlich auch viele Gedanken macht zu diesem Thema gerade. Vielleicht will er auch, schön wäre es natürlich, wenn Sie sich ein bisschen widersprechen und Sie streiten könnten, weiß nicht. Meine kurze Nachfrage ist noch zur Inflation. Sie haben davon gesprochen, man muss aufpassen, dass man den Inflationsanker sozusagen, dass der hält. Ist ja eine große Debatte, jedenfalls in Deutschland, die Frage, ob die Inflation, die wir jetzt sehen, 5%, eben eine technisch zu erklärende, vorübergehende Geschichte ist, die sich nächstes Jahr auf alle Fälle reduzieren wird oder ob sich da schon ein Plateau bildet, dass die Notenbanker, die EZB eben nicht sieht oder nicht sehen will. Was ist Ihre Position? Also ich würde schon sagen, dass zurzeit die Inflation ist, das sind schon temporäre Effekte auch mit drin. Also definitiv die Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuereffekte und andere Effekte auch von den Energiepreisen. Aber es gibt auch andere Elemente, wir werden wahrscheinlich, die Inflation wird nach unten gehen, aber wird sie dann unter 2% fallen? Das ist eine ganz andere Frage. Also ich glaube nicht, dass sie im 5%-Niveau bleiben wird. Und was eben wichtig ist, dass man dann dementsprechend jetzt schon signalisiert, wenn es so und so kommen würde, dann haben wir folgende Maßnahmen im Petto und wir werden dann das auch durchführen. Und das, glaube ich, sollte der Teil der Kommunikationsstrategie jetzt schon sein, damit man auch dann dementsprechend Inflationserwartungen im Schach hält und keine weitere Verunsicherung einführt. Clemens Fuß dazu? Ja, ist wünschenswert zu streiten, an dem Punkt ist aber etwas schwierig.
Wir haben uns das natürlich auch am IFO-Institut ziemlich intensiv angeschaut. Und eine Sache, die man zum Beispiel machen kann, ist sich zu fragen, okay, wenn man sich die Komponenten der Preisbildung anschaut, also die einzelnen Komponenten, zum Beispiel die Energiepreise oder die Lebensmittelpreise, und sich anschaut, wie die jetzt weiter verlaufen, dann stellt man eben einmal fest, das ist ja schon gesagt worden, dass diese Preise eben im letzten Halbjahr 2020 besonders niedrig waren. Wir hatten ja negative monatsweise Inflationsraten im zweiten Halbjahr. Und das hörte dann eben im Januar auf. Das heißt, wir werden quasi mechanisch einen Rückgang der Inflation kriegen. Es ist ganz interessant, die Inflationsrate in diesem Jahr zwischen Oktober und November war negativ in Deutschland. Wir hatten fallende Preise zwischen Oktober und November, aber letztes Jahr im November sind die Preise noch schneller gefallen und deshalb ging die jahresweise Inflationsrate hoch. Es ist aber ziemlich klar, da im Januar 2021 die Preise gestiegen sind, wird im Januar 2022 die Inflationsrate sinken, also wieder immer im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man sich das jetzt komponentenweise anschaut und mal sagt, okay, wir nehmen an, dass bestimmte Preise, zum Beispiel Gaspreise, ziemlich hoch bleiben, dass sie also nicht, wie herkömmliche Prognosemodelle sagen würden, so ein bisschen sich wieder dem jährlichen Mittelwert annähern, dann kommt man eben so auf eine Inflationsrate um die 3 nächstes Jahr im Durchschnitt. Also fallende Inflationsraten, aber man bleibt 3. Also über 3 hinauszukommen, ist sehr schwierig. Ich glaube, eine ganz andere Frage ist dann, was sich mittelfristig ergibt, ob sich daraus jetzt zum Beispiel die berühmte Lohnpreisspirale ergibt. Also die Gewerkschaften regieren darauf und verändern ihre Preiserwartungen und kommen dann zu höheren Lohnabschlüssen. Dann kann es sein, dass sich das Ganze ändert. Das wäre dann ein Thema für 2023, 2024. Bislang sehen wir das aber nicht. Also im öffentlichen Dienst gab es ja den Abschluss jetzt mit 2,8% für Deutschland. Ich habe von einigen Menschen aus dem öffentlichen Dienst gehört, das ist aber enttäuschend wenig. Das heißt aber, dass von der Seite also die Inflation nicht kommen wird. Alle harten Fakten, die wir derzeit haben, sagen uns, die Inflation wird sich wieder Richtung 2% entwickeln. Aber es gibt natürlich viele, also auch Erwartungen an den Finanzmärkten und so, nur die können natürlich falsch sein. Insofern soll man es nicht übertreiben, aber insgesamt das Gesamtbild, glaube ich, würde ich auch sagen, sieht einfach so aus, dass die Inflationsrate sich wieder Richtung 2 entwickelt und was dann danach kommt, ja, da kann man eben nur mit so Wenn-Dann-Aussagen kommen. Und wenn man jetzt an Sie beide gerichtet vielleicht nochmal, die jetzt mal von der Inflation abgesehen, die EZB oder die Geldpolitik insgesamt sich anschaut, da haben wir ja in Deutschland einen ziemlichen Glaubenskrieg, ob die eben sich in eine Ecke manövriert hat, die EZB, seit Draghi, aus der sie jetzt nicht mehr rauskommt und vielleicht auch nicht rauskommen will, oder ob das eben der Preis sozusagen des Eurosystems ist. Wie sind da Ihre beider Positionen? Ja, ich würde schon sagen, also gewisse Maßnahmen waren notwendig in der Euro-Krise, um den Euro aufrechtzuerhalten. Also 2012 wäre ja sonst der Euro auseinandergebrochen. Und von daher habe ich das schon auch mitgetragen, gewisse Maßnahmen. Das heißt aber, wenn man jetzt in die Zukunft blickt, komme ich wieder zurück auf die Reaktionsfunktion. Es ist eigentlich schon wichtig, die richtige Reaktionsfunktion zu haben. Ich will mir vielleicht noch einen zweiten Punkt aufreißen, also auch mit der Finanzstabilität, dass die Zentralbanken auch sehr aufpassen müssen, dass dementsprechend die Finanzstabilität auch gewahrt bleibt. Und viele dieser Kurse gehen an sich sehr hoch in die Höhe. Und auch wenn man sieht, in den USA insbesondere, die Anleihenmärkte, die gehen da sehr nach oben. Und wenn es da zu einer Berichtigung kommt, wenn es zu einem Zinsanstieg kommt, da weiß man nicht, wie sich dann das global auswirken wird. Und es kann an vielen Ländern zu großen Schwierigkeiten kommen. Clemens Fuß, dazu noch? Ja, also wenn wir nochmal zurückblicken auf das Jahr 2012, es gab ja da erbitterte Debatten, ja übrigens auch im Gerichtsverfahren damals über die Rolle der EZB auf das OMT-Programm, so glaube ich, kann man sagen. Im Rückblick war das OMT-Programm sehr effektiv in der Stabilisierung der Finanzen der Eurozone. Gleichzeitig, ich war damals der Meinung, dass das eine Mandatsüberschreitung war und bin immer noch dieser Meinung. Also die Gerichte sind da unterschiedlicher Meinung. Der EuGH hat gesagt, ja, ist alles in Ordnung.
was die EZB gemacht hat. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, es ist eine Mandatsüberschreitung. Und ich bin aber nach wie vor der Meinung, das war eindeutig Fiskalpolitik. Also es ging darum, den Zugang, sozusagen die Zinsen da herunterzubringen, indem man gesagt hat, ihr kriegt Kredit, wenn ihr das braucht. Also ich glaube, es war eine ökonomisch effektive Stabilisierungsmaßnahme. Es war aber sozusagen verfassungsrechtlich oder sagen wir, von der Legitimierung her durch demokratische Entscheidung hatte eigentlich die EZB nicht das Recht dazu, was eben dann zu der Frage führt, ja, haben sich die Regierungen da mal wieder hinter der EZB versteckt? Wollte man dieses unpopuläre Haften für andere, wollte man das vermeiden? Ich denke, das beschreibt das ganz gut, was damals passiert ist. Und was man ja auch damals gesagt hat, war, wir verschaffen den Regierungen nur Zeit. In der Tat, die EZB konnte ja die Schulden nicht aus der Welt schaffen. Sie konnte erst mal helfen, in der Tat durch niedrige Zinsen auch permanent entlasten, aber das Ganze nicht aus der Welt schaffen. Und jetzt sozusagen sind wir eine Stufe weiter. Wir kommen aus dieser Krise heraus. Italien hat eine Schuldenquote von 160%, andere 130 und so weiter. Das heißt, sozusagen im Casino wird das Rad nochmal eine Runde weiter gedreht. Und wir wissen nicht so richtig, wie hoch wir gehen können. Die Zinsen sind niedrig, ist ja auch schon angesprochen worden, es ist alles klar. Aber also die sozusagen, wir haben da eine schwierige Interaktion zwischen Geld und Fiskalpolitik und ich glaube schon auch eine Abhängigkeit, die schwer ist. Also sollten wir es erleben, dass die Inflationsraten wirklich ansteigen? Wie gesagt, ich halte das nicht für das wahrscheinliche Szenario für den Euroraum. USA können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Würde mich auch interessieren, wie Markus, du das siehst. Aber in Europa kommen wir wahrscheinlich nicht dahin, aber sollten wir in eine Lage kommen, in der die Inflation ansteigt, endet ja quasi der unbegrenzte Zugang zu Geld, auch für den öffentlichen Sektor, wenn die Notenbankstaatsanleihen aufkommt. Und dann endet diese Krisenpolitik und dann wird es sehr unangenehm, weil dann eben die Geldpolitik entscheiden muss, also entweder ich nehme höhere Inflationsraten hin oder ich nehme finanzielle Schwierigkeiten einiger Staaten hin. Also ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, ob die EZB dann wirklich getestet wird. Und dieser Test wären tatsächlich höhere Inflationsraten und die Notwendigkeit der EZB, dagegen zu steuern. Wir hoffen ja alle, dass es nicht dazu kommt, aber wenn es dazu kommt, wird es schon kritisch. Womit ich nicht sagen will, dass es einfache andere Wege gibt. Wollen Sie noch mal ergänzen, Herr Wohnermeier? Ja, vielleicht kann ich noch zu was sagen zu den USA. Und zwar, die USA haben sich eine Strategie zu entscheiden, ob sie jetzt ein bisschen aggressiver rangehen und es könnte aufgehen und dadurch die Arbeitslosigkeit nach unten zu bringen. Und wenn es schief geht, dann muss dann sich die USA die Zinsen schnell hochziehen und das würde zu einer kleinen Rezession führen in den USA. Aber dieses Risiko kann die USA für sich eingehen. Aber es würde dann wahrscheinlich zu Verwerfungen auf den globalen Finanzmärkten führen. Das würde viele Schwellenländer treffen. Es würde auch Deutschland im Exportmarkt treffen. Und das ist an sich eine Strategie, die an sich für die USA optimal sein kann, aber für den Rest der Welt ist an sich sehr suboptimal. Und da ist an sich die Abwägung ein bisschen, sollte man diese Strategie fahren und ein bisschen Risiko eingehen, um die Arbeitslosigkeit herunterzubringen in den USA und auch die Social Cohesion in den USA zu fördern. Oder sollte man sich dann jetzt schon ein bisschen auf die Bremse drücken und an sich nicht dieses Risiko eingehen, obwohl die USA für sich alleine das Risiko eingehen kann, auch für die ganze Weltökonomie an sich das schwerwiegende Folgen haben könnte. Naja, da ist ja nach Ihrem, wenn ich nochmal nachfragen darf, da ist ja nach Ihrem Modell die Sache ziemlich einfach. Theoretisch, die Risiken kann man dann eingehen, wenn man eben die Fallen und Kipppunkte kennt und sich von denen entfernt hält, wenn die Resilienz also stimmt. Aber stimmt die? Ich glaube, es stimmt an sich, wenn ich die USA für sich alleine betrachte, aber wenn ich die ganze Weltökonomie betrachte, dann ist an sich der Kipppunkt da, weil es an sich, die USA hat selber wesentlich mehr Resilienz, die haben auch die US Treasury, die an sich, die Staatspapiere der USA sind an sich ein sicherer Hafen. Wenn eine Krise passiert, gehen dann die Zinsen in den USA wieder nach unten, da kann man dementsprechend auch fiskalpolitisch intervenieren. Aber das heißt dann für viele Schwellenländer, die dann irgendwie dann Probleme bekommen, wenn in den USA dementsprechend das so gehandhabt wird, dass die an sich keine Möglichkeiten haben. Und das kann dann die Weltökonomie nach unten ziehen.
Und mit dem dann ist dann auch Europa und insbesondere auch Deutschland, ist Deutschland sehr vom Export abhängig, auch davon betroffen. Okay. Vielleicht darf ich noch eine Frage einwerfen zu Europa, weil wir nun dich schon mal hier haben, Markus. Wir reden ja derzeit über die Reform der Schuldenregeln und des Stabilitätspaktes in Europa. Da würde mich sehr interessieren, wie ist deine Einschätzung der Lage? Also ein Vorschlag ist ja zum Beispiel, ausgerechnet vom ESM, wir erhöhen jetzt einfach die Schuldenstandsregel mal auf 100%. Da würde man ja vielleicht sagen, okay, vom Resilienzstandpunkt bringt das nicht so wahnsinnig viel. Also es sind ja so, ja, die Regeln sind nicht besonders robust, aber sie sind jedenfalls inflexibel. Aber sozusagen, was wäre deine Sicht auf dieses Problem oder auch deine Empfehlung? Wie sollte man darüber nachdenken, über diese Reform? Ich glaube, was wichtig ist, dass man so Schulden zum BIP ist ein Maß. Und man sollte an sich andere Maße auch anschauen. Man sollte sich die Schulden, die Verzinsung. Und ich glaube, einfach, was viele Leute machen, jetzt sagen, die Zinsen sind sehr niedrig, wir können an sich höhere Schulden eingehen, ist ein bisschen naiv. Man sollte an sich das Risiko an Zinssprünge mit auch einbeziehen. Und von daher würde ich da vorschlagen, so ein Value at Risk von der Zinslast mit einbeziehen, also ein zweites Maß mit einzubeziehen. Aber ich stimme generell zu, dass man sich die 60% sind so unglaubwürdig, dass sie sich nicht mehr ernst genommen werden. Also da auf 60% zu verharren, das hilft an sich wenig, weil es einfach ignoriert wird. Man sollte an sich schon realistische Ziele haben, die man auch erreichen kann, einhalten kann. Und das ist ein Schritt, aber ich würde an sich rein, das ist Schulden zum BIP als Maß, würde ich sagen, ist ein bisschen kurz gegriffen. Und man ist dann auch der Kritik ausgesetzt, dass man sagt, man hat die Zinslast, ist an sich sehr niedrig, aber man sollte an sich das Risiko der Zinslast, dass die Zinsen wieder springen können, auch mit einbeziehen. Und wie kriege ich das raus? Einfach indem ich mir Daten der Vergangenheit anschaue, wie volatil waren die Zinsen und multipliziere das mit dem Schuldenstand oder wie muss man darüber nachdenken? Also das ist ein Ansatz, der einfachste Ansatz ist an sich, dass ich mir die Volatilität in der Vergangenheit ansehe, aber ich würde mal ansehen, welche Staatspapiere an sich so sicherer Hafen darstellen und wie schnell kann ich diesen sicheren Hafen wieder verlieren. Und dann kommt wieder die Interaktion mit der EZB auch in Betracht. Wird die EZB das verteidigen, wenn plötzlich da Zinssprünge in Italien oder in anderen Ländern hochkommen würden, wie würde die EZB dann darauf reagieren? Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass man eine klare Vorstellung hat, wie die Politik oder die Reaktionsfunktion der EZB ist, weil es dann sich das wieder zurückwirkt auf diese andere Maßnahme, wie viel fiskalpolitischen Spielraum man hat. Kann man das runterkochen auf eine, sagen wir mal, griffige Größe? Ein Problem bei solchen Regeln ist ja immer, es muss verstanden werden, ne, in der Öffentlichkeit. Value at Risk ist jetzt ein Konzept, das komplex ist. Das ist ja in der Bankenregulierung, kann man sagen, da hat man nicht genau das gemacht, aber so ein bisschen ist es ja daneben gegangen. Man hat komplizierte Modelle gemacht, weil man gesagt hat, das darf nicht so einfach sein und das ist ja voll daneben gegangen. Also kann man das irgendwie runterkochen auf ein Maß, bei dem man sagen kann, das versteht jetzt auch der Normalbürger? Ja, das ist schwierig an sich, dass man so eine Faustregel hat. Ich habe bisher noch keine gefunden, sagen wir mal so. Das aber würde eine große Aufgabe sein, dass man sagt, okay, ich breche das jetzt runter und habe eine klare Faustregel, in der ich mich orientieren kann. Kann ich aber jetzt leider nicht anbieten. So. Ja gut, man kann nicht alles aber eben aus dem Ärmel schütteln, aber ich glaube, es ist eine spannende Debatte. Ja, das stimmt. Debatte und ein kleiner Blick für uns alle in das Labor von zwei führenden Wirtschaftswissenschaftlern, wenn sie einen Aufsatz zusammenschreiben würden, wie man erstmal so abtastet, wo man steht und wie man an welcher Stelle man weitermachen kann oder nicht. Unsere Zeit geht schon langsam zu Ende. Wir können nicht alle Fragen nehmen. Ich würde gerne noch einen Punkt nochmal aufrufen. Muss ich aus dem Kopf machen, weil die nicht mehr auf meiner Folie ist. Das war nochmal zur Nachhaltigkeit, zur Klimapolitik, weil das ist ja, wie wir alle wissen, das große Thema der neuen Ampelregierung, Klimawende. Und Sie haben ja gesagt, Herr Brunnermeier, über Wachstum allein wird das nicht gehen. Wir brauchen Innovation. Und dazu gab es eigentlich eine gute Frage, die mir vielleicht nochmal eingespielt werden könnte. Dann würde ich die nämlich besser zitieren können. Da ging es eben vor allen Dingen um die Frage, inwieweit man eben mit Hilfe von Resilienz eben Inflation beeinflussen kann und positiv beeinflussen kann. Frage kriege ich nicht mehr, also muss ich sie so allgemein stellen jetzt. Ja, okay, ich würde vielleicht zwei Gesichtspunkte. Ein Gesichtspunkt ist, dass durch den Klimawandel, na klar, gewisse
Preise nach oben gehen werden. Es werden gewisse Energiekosten nach oben gehen und das wird zu einer höheren Inflation führen, zwangsweise. Und die Frage, jetzt fällt mir es wieder ein, der Kipppunkt, das war die Frage nach dem Kipppunkt vor allen Dingen, sind wir bei der Klimasituation nicht schon so nah am Kipppunkt, dass wir nicht nur auf Innovation setzen können? So ging die Frage. Okay. Ja, man könnte argumentieren, dass wir sehr, sehr nah dran sind am Kipppunkt. Aber was ist die Alternative? Man hat gesehen durch den Lockdown, dass an sich dadurch die CO2-Ausstöße nicht radikal reduzieren werden. Die einzige Alternative, und das Zweite ist, dass wenn Deutschland plötzlich CO2-neutral werden würde morgen, würde es auch nicht keinen Unterschied machen, weil der deutsche Ausstoß ja minimal ist, also 2-3% des Weltausstoßes. Den besten Beitrag, den Deutschland an sich leisten kann, ist durch neue Technologien und diese neue Technologie weltweit zu exportieren und dadurch die Umwelt zu retten oder das Klima zu retten. Aber haben wir die Zeit? Haben wir die Zeit, auf die Entwicklung dieser neuen Technologien zu warten? Wir müssen das vorantreiben, sodass man genügend. Ich glaube, wir haben genügend Zeit, das zu tun. Das ist an sich unsere einzige Chance. Ich sehe keine andere Chance, wie man das machen sollte. Und ich glaube schon, dass wir die Zeit haben, auch wenn es knapp wird. Aber wir müssen das jetzt ergreifen und dementsprechend zügig voranschreiten. Aber ansonsten gibt es keine Alternative. Weil man gesehen haben, auch durch den Lockdown, einfach das Wachstum zurückzufahren, weltweit, wird das Ganze nicht lösen. Okay, so, wir kommen schon langsam ans Ende unserer Zeit. Jemand hatte noch darauf hingewiesen, das finde ich allerdings jetzt auch gerade nicht auf die Schnelle, das Stichwort homogene, doch jetzt habe ich es, homogene und diverse Gesellschaften. Homogenität, also Sie haben ja sehr stark über Resilienz gesprochen. Das kommt natürlich auch durch Diversität. Homogenität wiederum fördert Hilfsbereitschaft, sagt Thorst Rostmann, verweist auf Skandinavien, eine Region, von der er sagt, die ist gleichzeitig homogen und divers. Ist das ein Vorbild für eine Gesellschaft wie Deutschland, Ihrer Meinung nach? Ja, ist auch die Homogenität kann da klar wachsen über die Zeit hinweg. Man hat vielleicht unterschiedliche Anfangspunkte und dann über die Zeit hinweg wird man homogene. Generell glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, dass man gewisse Diversität zulässt und dementsprechend auch Leute, die anders denken, sind die Leute, die Innovation einführen, dass eben das mit in die Gesellschaft mit aufgenommen wird. Und vielleicht kann man auch durch eine gemeinsame Identität, man kann immer noch unterschiedlich sein, aber durch diese gemeinsame Identität kann man auch die Bereitschaft, sich gegenseitig auszuhelfen, fördern. Und das ist der Ansatz, den man dann machen könnte, um diese Resilienz stärker aufzubauen. Zum einen hat man Diversität, indem dass man unterschiedliche Schocks hat und man sich gegenseitig aushelfen kann. Zum anderen hat man gemeinsame Identität, sodass man auch bereit ist, sich auszuhelfen. Wenn Sie, vielleicht letzte Frage von meiner Seite, dann gebe ich zurück zu Clemens Fuß. Sie haben ja vorhin auch am Ende ein persönliches Wort gesprochen zum Thema Demokratie versus autoritäre Systeme. Deswegen vielleicht auch die Frage, wenn Sie wollen, nach einem persönlichen Wort zur deutschen Politik. Würden Sie die letzten 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel eher für eine robuste oder eher für eine resiliente Phase halten? Und was muss jetzt kommen? Ich würde sagen, es war eher eine robuste Phase, in dem Sinne, dass man sich kein großes Risiko eingegangen ist. Und man müsste wahrscheinlich eher zu einer Situation gehen und sagt, wir gehen mehr Risiko ein, mit der Möglichkeit, dass man Risiken eingeht, von denen man wieder zurückfedern kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also haben wir viele Krisen gehabt in den letzten 16 Jahren. Es sind auch einigermaßen gut gemeistert worden. Aber es war nicht der Fall, dass man sagt, Divisionen hatte und dass man dann dementsprechend auch gewisse Risiken eingeht, wissen, dass man, wenn es nicht so gut ausgehen würde, dass man wieder zurückfedern kann. Und diese Einschätzung, ich glaube, da muss ein bisschen Ruck auch durch Deutschland gehen, um das Ganze ein bisschen resilienter aufzusetzen. Da muss ich doch eine ganz kurze letzte Nachfrage stellen. Wir haben ja jetzt erstmals die Situation einer
Koalition mit drei Partnern, jetzt mal unabhängig von der Frage, wie Sie die drei Partner einschätzen, aber sozusagen sind ja auch der Spieltheorie bewandert, ist prinzipiell so eine Situation mit drei Partnern, die einigermaßen gleich stark sind, kann man ja sagen, ist das Resilienz- und risikofördernd oder eher hindernd? Ich habe jetzt da keinen direkten, dass das an sich hindern sein sollte oder fördern sein sollte. Generell würde man sagen, wenn ich eine Partei habe, die alles mit Autorität irgendwie reagieren kann, da ist die Gefahr groß, dass man sehr zu Robustes geht und dann irgendwie ist alles verdeckt. Wenn man verschiedene Partner hat, werden vielleicht Probleme ja dargelegt, aber man kann dann gewisse Aktionen auch nicht unternehmen, weil das man sich gegenseitig blockiert. Ich glaube, das hängt sehr von der Dynamik ab von diesen drei Parteien. Ob sie da irgendwie aggressiv rangehen, neue Wege gehen wollen oder ob sie sich gegenseitig blockieren. Mhm. Und das glaube ich, man kann da, vielleicht kann man so argumentieren, es gibt ein gutes, ein schlechtes Gleichgewicht und hoffentlich kommt man zu einem guten Gleichgewicht und man kann dementsprechend dann gewisse Risiken eingehen und Resilienz ausbauen oder man kommt in einem schlechten Gleichgewicht und jeder blockiert den anderen und dann versucht man dann nur ganzes Risiko zu minimieren. Dann jeder hat keine Vorteile. Dann hoffen wir mal. Von meiner Seite vielen Dank. Zurück zu Clemens Fuß. Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Ich glaube, dass die Vorlesung hat heute gezeigt und auch die Diskussion, wie fruchtbar es ist, wenn man über Dinge nachdenkt, natürlich auch schon vorher nachgedacht hat, aber Modewörter oder Wörter, Begriffe, die in der Politik zum Modewort werden, wenn man die ökonomisch auf den Prüfstand stellt und auch wirklich ökonomische Konzepte darauf anwendet, da zeigt sich eben an dieser Stelle, dass da sehr viel drinsteckt. Ich habe heute Abend auch noch mal viel über den Begriff Resilienz gelernt, obwohl ich dein Buch schon kannte. Ich fand das sehr spannend, ganz großartig. Vielen Dank, Markus. Das war die letzte Veranstaltung aus unserer Reihe Wirtschaftspolitische Herausforderungen Deutschland in der Post-Merkel-Ära. Die Munich Economic Debates haben ja immer Oberthemen für eine Reihe von Vorlesungen. Und ich fand, das war ein tolles Ende, ein toller Endpunkt dieser Vorausschau auf die Zukunft. Da geht es uns ja um Konzepte für die Zukunft. Ich glaube, heute Abend haben wir über ein Konzept diskutiert, was in Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Das war ganz toll. Das Ende dieser Serie ist selbstverständlich nicht das Ende der Munich Economic Debates. Die Debatte geht weiter und unser nächstes Oberthema heißt die Zukunft der Digitalisierung, Katalysator oder Hindernislauf für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft. Es wird also um Digitalisierung gehen. Da haben wir eine Beschleunigung erlebt. Auch Digitalisierung, schreibst du auch in deinem Buch, hat wahnsinnig viel mit Resilienz zu tun. Denk mal nur an die Schulen, die Gesundheitsämter und so weiter. Und ich freue mich, dass ich ankündigen kann, dass in der Auftaktveranstaltung Frau Dr. Denison, Vorstandsmitglied bei Deloitte, sprechen wir zum Thema Zukunft der Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung und Remote Work. Also auch Homeoffice und Remote Work war ja ein Resilienzfaktor in dieser Krise. Es wäre sonst ganz anders ausgegangen. Und um Gottes Willen, auch wir hätten heute Abend ja gar nicht so arbeiten können und dieses schöne Seminar nicht haben können ohne Digitalisierung und Homeoffice. Also mein Dank nochmal an dich, Markus, für diese tolle Vorlesung und Diskussion, die wirklich klasse war. Danke an Marc Weise für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr und auch an die Süddeutsche Zeitung bei diesen Munich Economic Debates. Ich glaube, wir haben wirklich viele sehr, sehr, sehr spannende Veranstaltungen gehabt. Ich freue mich auf die Fortsetzung im nächsten Jahr und Dank auch an Sie alle, meine Damen und Herren, zu Hause vor den Bildschirmen. Auch ohne Sie würden die Munich Economic Debates nicht existieren. Ich danke Ihnen, bleiben Sie uns treu. Wir fangen also im Januar wieder an und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit, ein trotz Corona-Einschränkungen frohes Fest und ich freue mich dann, Sie im nächsten Jahr wieder zu begrüßen bei den Munich Economic Debates. Dankeschön und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Herzlichen Dank für alle. Vielen Dank.